Die Firma HZO hat eine ähnliche Methode, Smartphones wasserdicht zu machen wie die Konkurrenz. Im Gegensatz dazu soll es aber länger halten und auch bei offenen Geräten ohne Probleme funktionieren. Einer der wesentlichen Unterschiede ist auch, dass HZO ihre Produkte nicht für den Endkonsumenten direkt anbieten will, sondern Hersteller mit ihrer Technologie ausstatten. Angeblich kann man das Versiegeln des Gerätes in den Herstellungsprozess einbauen, ohne dass es dabei länger dauert. Der Preis für den Endkunden soll geringfügig bis gar nicht ansteigen. Vertreter spricht von ein paar Cent bis Dollar pro Gerät, die die versiegelte Version in der Herstellung mehr kosten soll.